Heute nehme ich euch mit auf eine Wanderung durch ein ehemaliges Militärgebiet auf der Insel Mallorca. Es befindet sich in der Nähe von El Toro im Südwesten der Insel. Wir starten am Mirador El Toro und nehmen den offiziellen Wanderweg. Nach wenigen Metern sehen wir schon das erste Tor, welches wir aber als Fußgänger ganz offiziell passieren dürfen, denn dahinter geht der Wanderweg weiter. Rechts und links vom Weg sehen wir das eingezäunte ehemalige Militärgelände. Überall finden sich Schilder, die darauf hinweisen, dass es sich hierbei um ein militärisches Gebiet handelt. Meine Recherchen im Vorfeld der Wanderung hatten jedoch ergeben, dass es schon lange nicht mehr in Nutzung ist. Und da hier auch einige Geocaches versteckt sind, ist erstmal davon auszugehen, dass es irgendwo einen Eingang gibt. Direkt am Wanderweg stehen schon die ersten Ruinen und es dauerte auch nicht lange, bis wir den offenen Zaun fanden. Das erste Gebäude, was wir begutachteten, war zugemauert. Ein kleines Loch ließ uns jedoch etwas Einblick. Und so sahen wir, dass es hier nach unten ging. Unter der Zone M gibt es ein ausgedehntes Gangsystem, welches verschiedene Bunker miteinander verbindet. Auf dem Areal befinden sich aber auch oberirdisch jede Menge Gebäude. Heute sind es alles Ruinen, mit Graffitis verziert und teilweise schon eingestürzt. Dieses Militärgebiet war insgesamt 67 Jahre in Nutzung und somit stammen auch die Gebäude aus unterschiedlichen Baujahren. Im Jahr 1914 wurde per königlichem Dekret beschlossen, die Küstenverteidigung Mallorcas auszubauen. Es sollten 3 Standorte errichtet werden. Der erste Entwurf für diese Batterie stammt aus 1915. Der Bau begann dann schließlich 1924, aber durch Lieferengpässe kam es immer wieder zu Verzögerungen. 1929 wurde dann eine halbfertige Anlage dem Heer übergeben. Es gab damals wohl 4 Geschützstellungen und 2 Munitionsräume, eine Kaserne wohl auch. Dieser Zustand sollte bis 1945 beibehalten werden. Erst 1949 kam dann wieder richtig Bewegung ins Gelände. Es sollten die 24 cm Batterien gegen 30,5 cm Rohre von alten Schlachtschiffen getauscht werden. So richtig voran ging es aber erst 1954 dann wieder. In diesem Jahr wurden Geschützbettungen errichtet, auch entstanden weitere Unterkunftsgebäude. 1957 gab es dann 2 Geschützstände mit 30,5 cm Vickers-Geschützen. Das dritte wurde erst im Jahr 1964 angeschlossen. Bis 1971 wurde immer wieder gebaut auf dem Areal und die Anlagen aufgestockt. Das Gelände wurde ans Stromnetz angeschlossen und die Feuerleitstelle auf Radarbetrieb umgestellt. Alle 2 Jahre wurden nun Schießübungen durchgeführt. 1996 letztlich wurde dieses Militärgebiet endgültig aufgegeben und stillgelegt. Die Gebäude verfallen nun und die Natur holt sich das Gebiet zurück. Die ehemaligen Vickers-Geschütze wurden entfernt und verschrottet. Zurück bleiben jede Menge Gebäude, Ruinen, Bunker und man sieht noch, wo die Geschütze standen. Aber dort kommen wir später noch vorbei. Mein Hauptziel an diesem Tag war eigentlich der große Rundbunker, der direkt an der Steilküste steht. Und dort machen wir uns jetzt mal auf den Weg hin. Wir begeben uns in Richtung Steilküste und auf dem Weg dahin entdecken wir auch schon einen weiteren großen Bunker, der allerdings auch komplett verschlossen ist.
führt uns unser Weg immer an der Steilküste direkt entlang und wir können die herrliche Aussicht genießen. Und hier kommt er auch schon in Sichtweite, der große Rundbunker, der 150 Meter über dem Meer direkt an der Steilküste steht. Das Bauwerk sieht nicht nur spannend aus, es bietet auch einen grandiosen Ausblick entlang der gesamten Küste. Auch hier der Zugang zum Tunnelsystem zugemauert ist, machen wir uns weiter auf dem Weg in Richtung der alten Geschützstellung. Die erste der drei alten Geschützstellungen haben wir nach wenigen Metern erreicht. Hier ist zu sehen, wie gigantisch diese mal waren. Alles, was nach unten unter die Erde führt, ist zugemauert. Auf dem Weg zu Geschützstellung Nummer 2 und 3 kommen wir wieder an alten, verlassenen Gebäuden vorbei und erkunden diese noch ein wenig. Plötzlich scheinen wir doch noch einen Weg unter die Erde zu finden. Aber wie ihr selbst gesehen habt, hier ging es zwar unter die Erde, aber einen Anschluss an das Gangsystem, welches die ganzen Bunker verbindet, haben wir ja auch nicht gefunden. Also laufen wir wieder oben lang und ein paar Meter weiter finden wir dann auch schon Geschützstellung Nummer 3.
direkt in der Nähe, dann noch ein Bunker direkt an der Steilküste mit Blick aufs Meer. Auch hier der Eingang nach unten zugemauert. Wir treten nun langsam den Rückweg an, wählen aber eine andere Route und kommen noch an diversen Gebäuden vorbei. Hier finden wir nun auch wieder ein Loch im Zaun und begeben uns wieder auf den offiziellen Wanderweg. Unsere kleine Wanderung durch das ehemalige Militärgebiet war etwa 7 Kilometer lang und wir waren ca. 3 Stunden unterwegs. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Über ein Abo würde ich mich auch riesig freuen. Dann verpasst ihr auch keine weiteren Abenteuer.